zu unserem aktuellen Podium. Die Situation in der Ukraine, Solidarität mit den Volksrepubliken im Donbass, Frieden mit Russland. Nun die zwei Podiumsdiskutanten recht herzlich begrüßen. Auf der einen Seite Aljek, Musiker, ein Überlebender des barbarischen Massakers von Odessa vom 2. Mai 2014, einem barbarischen Akt, der in der gesamten Öffentlichkeit höchsten Respekt auch vor dem Mut, der Menschen wie Oleg auszeichnet, auf den ukrainischen Faschismus hinzuweisen, gerade in einem Land, das tatsächlich sich offen an die Seite dieses Faschismus gestellt hat, seit Beginn des Jahres 2014. Als zweiten Gast stelle ich vor Brigitte Queck, Präsidentin der Mütter gegen den Krieg Brandenburg, seit Jahren auch in der antiimperialistischen und friedlichen Bewegung aktiv. Danke, liebe Freunde, für die Möglichkeit, hier während des OUZ-Pressefestes auftreten zu können. Ich denke, das hat eine neue Qualität. Das Buch Die Ukraine im Fokus der NATO ist ja schon im April 2014 erschienen und ich war auch hier während des Pressefests. Doch in der Zwischenzeit hat sich einiges getan in der DKB. An der Spitze steht ein solch großartiger Genosse wie der Patrick Köbele. Und ich denke, ich habe antifaschistische Vorfahren. Mein Großvater war linker Sozialdemokrat, mein Onkel war Kommunist und ich war in der SED, bis dann das Emblem Hammersichel und Ehrenkranz abgenommen worden ist von dem Parteitagsgebäude und Herr Gysi darüber ein paar Worte im MDR sagen durfte und das war dann nicht mehr meine Partei. Wir sind die anderen Mütter, die kämpfenden Mütter, die überall auf der Welt für Frieden, Gerechtigkeit und Sozialismus aufgetreten sind und sind mit den Bremern die erste Anti-NATO-Gruppe hier in Deutschland. Das Buch, es hat mich vom Sessel gerissen, als man 2014, als die Ereignisse in der Ukraine vonstatten gegangen sind. Wir haben jeden Krieg der NATO auf der Straße und im Internet begleitet. Und so habe ich auch diese vierte erweiterte Auflage des Buches Die Ukraine im Fokus der NATO in Erinnerung an den völkerrechtswidrigen Überfall der NATO auf Jugoslawien vor nunmehr 17 Jahren im März 1999 geschrieben, der angesichts der in der Ukraine vom Westen inszenierten zweiten sogenannten Volksrevolution im Jahre 2014 eben der Auslöser war. Das Problem der Ukraine ist nach wie vor allgegenwärtig. Ob wir nun an den Nahen Osten, Syrien oder die Flüchtlingsströme nach Europa, besonders nach Deutschland oder an die verlogene Willkommenskultur unserer Regierung denken, die durch ihre bedingungslose Unterstützung der US-NATO diese Flüchtlingsströme erst hervorgebracht hat. Was ist nun das Besondere an dem Thema der Ukraine? Von der weiteren Entwicklung der Ukraine entweder in Richtung Westen, der in ihr ja doch nur einen Billigmarkt von Arbeitskräften sieht, oder in Richtung einer quasi neutralen Vermittlerrolle zwischen Ost und West, hängt der Frieden in Europa ja der Welt ab. Die Ukraine ganz und gar mit Haut und Haar in das verlogene und menschenverachtende liberale westliche Gesellschaftssystem einzuziehen und damit Russland in den Zangengriff zu nehmen, wie es der Berater dreier US-Präsidenten Pschyschinski in seinem Buch Die einzige Weltmacht vorgeschlagen hatte, ist fehlgeschlagen. Selbst die nach dem Westen orientierten,
in der ukrainischen Bevölkerung beginnen, durch den rasanten wirtschaftlichen Niedergang des Landes seit der zweiten Orangenen Revolution und dem blutigen Regimewechsel mit ideeller und militärischer Unterstützung der USA im Jahre 2014 der westorientierten ukrainischen Regierung unter Poroschenko die Gefolgschaft aufzukündigen. Yatsenyuk hatte zuletzt nur knapp 4-5% der ukrainischen Bevölkerung hinter sich, wie Weiland, der ehemalige ukrainische Präsident Juschenko nach der ersten Orangenen Revolution im 2004. Da nützen auch die ständig im ganzen Lande präsenten und die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzenden faschistischen Banden nicht, die erst im Januar 2016 wieder nach Odessa marschieren und durch Odessa. Die überwiegende Mehrzahl der ukrainischen Bevölkerung hat längst begriffen, dass das Europa ihrer Träume nur ein Trugbild ist und keinen erhofften Wohlstand bringen kann, weil die EU selbst durch die anhaltenden Flüchtlingsströme aus dem von der US-NATO vom Zaune gebrochenen Kriegen und den von der US-NATO aufgebauten IS-Mörderbanden zum Sturz nicht-liberaler Regierung um ihr eigenes wirtschaftliches Überleben kämpfen muss. Eine Chance, aus dieser Situation herauszukommen, hat Russland auf der letzten Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2016 aufgezeigt, nämlich die Kräfte zu bündeln im gemeinsamen Kampf gegen den Hauptfeind, den Faschismus in seiner derzeit blutigsten Erscheinung, der ISIS in Syrien. Diese ausgestreckte Hand gegenüber dem Westen, trotz dessen andauernder Sanktionen gegen Russland, zeigte sich auch in der Ukraine und dem zwischen der Ukraine, Russland, Frankreich, Deutschland unterzeichneten Minsk-II-Abkommen. Dieses Minsk-II-Abkommen zeigt einen gangbaren Weg auf, wie der Krieg, der seitens der faschistischen Regierung unter Poroschenko gegen sein eigenes Volk im Osten der Ukraine seit 2 Jahren geführt wird, beendet und weitere Opfer vermieden werden können, nämlich in der Gewährung einer Autonomie für die Volksrepubliken Lugansk und Donetsk in Form von eigenen staatlichen Organen, einer eigenen Gerichtsbarkeit und Armee. Eine dafür notwendige ukrainische Verfassungsänderung ist trotz Zusicherung des Gegen- und Unterschrift des gegenwärtigen ukrainischen Präsidenten Poroschenko unter das Minsk-II-Abkommen bisher nicht in Angriff genommen worden. Das Gleiche gilt für das Zugeständnis einer Amnestie für Kriegsteilnehmer beider Seiten nach dem Krieg dort, sofern diese keine Kriegsverbrechen begangen haben. Am Ende des Buches wartet eine DVD über Putin auf Sie, die vor allem von politisch Interessierten angeschaut werden sollte. Wer das Buch liest, die DVD anschaut, bekommt ein Bild vom Russland unter Putin, das eben nicht den liberalen Entwicklungsweg zu gehen bereit ist. Die dem Westen gefügigen ehemaligen russischen Präsidenten Jelzin und Gorbatschow, unter denen die Wirtschaft Russlands beinahe zusammengebrochen ist, waren die besten Freunde der USA-NATO. Die Reichtümer Russlands, seine Bodenschätze, sein Land, seine Menschen sollen nach dem Wunsch der damaligen US-Außenministerin Reiss vor allem dem Westen gehören. Putin, der diesen Ausverkauf seiner Heimat zu verhindern wusste, ist der erklärte Feind des Westens. Russland unter Wladimir Putin, das dem Völkerrecht mit seiner UNO-Charta und ihren friedenserhaltenden Aufgaben wieder auf ihren gebührenden Platz einzuräumen versucht, sollte der Freund aller
friedliebenden Menschen der Welt, erst recht der Kommunisten, auf diesem Planeten sein. Auszeichen durch Rechtsnihilismus, also gerade durch eine brutale Außerkraftsetzung aller internationalrechtlichen Normen durch die imperialistischen Zentren, durch den USA-Imperialismus, aber eben dann auch durch den deutschen Imperialismus und dessen Verbündete in Europa. Inwieweit kann man sagen, dass dort, dass unter diesen Bedingungen überhaupt eine Gegenmacht konstituiert werden kann, die in politisch glaubwürdiger Weise dann letztlich für die internationale Herrschaft des Rechtes eintritt? Dazu möchte ich den uns allen verehrten Professor Buchholz zitieren. Der sagte, solange die UdSSR eine klare Politik betrieb, konnte die Bipolarität, manche sprachen auch von Gegengewicht, also der Kräfte, die Bipolarität in der Weltpolitik, das Kräftegleichgewicht zwischen dem Imperialismus und dem Block der sozialistischen Staaten mit der SU an der Spitze im Interesse der Welt und aller Menschen weitgehend den Frieden sichern. Als infolge der durch den Revisionisten hervorgebrachten politischen Schwäche der SU und dank des Verrats von Gorbatschow und nach dem Staatsstreich eines Jelzins diese segensreiche Bipolarität der Kräfte nicht mehr gewährleistet war, sah die Welt völlig anders aus. Seit diesem Jahr kam es bis heute auf der Welt zu zahlreichen Kriegen, die es bis 1990 nicht gegeben hatte und die es auch heute nicht gäbe, wenn der Sozialismus nicht durch die innere Konterrevolution den modernen Revisionismus zerstört worden wäre. Ich möchte, vor kurzem hatte ich das Glück, mit Friedensbewegten nach Rammstein zu fahren. Wir haben also auf, über den ganzen US-Militärstützpunkt Rammstein eine Menschenkette von etwa 5000 Leuten gebildet. Und da sind verschiedene Menschen aufgetreten, unter anderem auch Willy Wimmer, der Staatssekretär und Vorsitzende des Bundesverteidigungsministeriums unter Kohl, den ich übrigens sehr schätze. Und ich möchte aber hier, weil das hier auch ansprach, Haltung Russlands, Stellung Russlands in der heutigen Welt, teilweise widersprechen, weil er hier gegenübergestellt hat, wir müssen also zu der Politik von Kohl, Brandt, Schmidt zurückkehren, dann würde alles wieder gut sein. Aber die Umstände, politischen, ökonomischen, militärischen Umstände, waren ja damals ganz andere. Es existierte damals unter den genannten westlichen Politikern das sozialistische Weltsystem und keiner der westlichen Politiker wäre damals auf den selbstmörderischen Gedanken gekommen, die Sowjetunion mit einer Raketenabwehr zu umgeben. Von der auch offensive Kriege gemacht werden können. Oder zum Beispiel NATO-Stützpunkte an der Grenze zu Russland zu umgeben, besonders in unmittelbarer Nähe NATO-Übungen wie Anaconda mit 30, 40 Soldaten durchzuführen. 40.000 habe ich jetzt verschluckt. 30, 40.000, das wäre ein bisschen wenig. In diesem Zusammenhang ist auch auf die veränderte ökonomische Weltlage heute zu verweisen, dass das kapitalistische Weltwirtschaftssystem eigentlich vor dem Zusammenbruch steht und wie kürzlich der Vorsitzende des Generalstabs der Russischen Föderation erklärte,
Man versucht diesen Zusammenbruch des kapitalistischen Weltsystems mit der USA an der Spitze, diesen Zusammenbruch zu verhindern mit einem möglichen Angriff auf eines der rohstoffreichsten Länder der Welt, Russlands, auch mit der Aussicht, dabei selbst unterzugehen. Mit anderen Worten, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich, hat mal einer gesagt, wie die Wolke den Regen. Das verstehen zwar noch nicht alle, vor allen Dingen die konservativen Kräfte, wie genannt Willy Wimmer und andere, die in der Friedensbewegung meinen, so O-Ton, Udo Vogt, ehemals Leiter der Konversationsabteilung bei der Abschlussveranstaltung in Rammstein, wir haben es geschafft, dass 1994 die Russen aus Deutschland abgezogen sind. Wir schaffen es auch, dass die US-Amerikaner abziehen. Dabei wird verschwiegen, dass eben die Weltlage heute eine ganz andere ist, so wie Willy Wimmer genannt hat und auch der Udo Vogt. Und positiv, würde ich sagen, in dieser Frage ist zu bewerten, dass nahezu alle zur Friedensbewegung gehörenden Kräfte verstanden haben, dass die NATO ein aggressives Militärbündnis ist. Das war vor 20 Jahren noch gar nicht so, wenn man oft gefragt wird, was habt ihr denn erreicht? Und dass der erste Schritt dazu von Deutschland ausgehen würde, könnte, indem Deutschland aus der NATO raustritt. Und hier muss ich schon sagen, ich habe vorhin mit Freunden aus der FDJ gesprochen, sind die Friedensbewegten hier 10 Schritte auch den jungen Kräften voraus. Aber warum sollen die Friedensbewegung nicht mal vorangehen? Die Losung der Friedensbewegung heißt heute klasse, NATO raus aus Deutschland, Neudeutschland raus aus der NATO. Als der Krieg der NATO gegen Jugoslawien gemacht worden ist, nach 78-tägigem Bombardement dann endete, ist auf der Grundlage der 1244 UNO-Resolution sind UNO-Blauhelme im Kosovo einmarschiert und die Russland gehörte ja nicht zur NATO, sondern ist da auch mit einmarschiert an der Spitze dieser UNO-Blauhelme. Aber die NATO wollte das nicht. Die wussten auch ganz genau, dass Russland, die vormalige Sowjetunion und Jugoslawien miteinander ein auch ein militärisches Beistandsabkommen hatten. Und Jeltsin, der Verräter, hat dieses Beistandsabkommen mit Füßen getreten. Das war Verräterei. Er hat die Opposition unterstützt. Und die Armee hat damals gesagt, nicht mit uns. Es reichte der russischen Armee. Das war, ging nicht so mit einfachen Dingen vor sich, so wie man es euch im Fernsehen gesagt hat, dass Putin aus den Händen Jelzins quasi die Würde übernommen hat, jetzt Präsident des Landes Russland zu sein. Nein, nein. Die Armee wollte mit so einem Verräter wie Jelzin nichts zu tun haben, auch angesichts dessen, dass er Jugoslawien verraten hat. Und viele demokratische Kräfte standen dahinter. Er hat gesagt, unser Ziel war wieder, Demokratie einzuführen in Russland. Und das hat Putin, wenn man diesen Hintergrund kennt, dass das nicht eine Weihe war aus Händen von Jelzins, versteht man auch, dass der Putin ganz anders gestrickt worden ist. Er ist mit der Anerkennung seitens der Armee und der Anerkennung demokratischer Kräfte, ist er so zur Macht gekommen. Er hat gesagt, bitteschön,
nicht mehr mit uns. Und auch vor kurzem hat er Klartext geredet. Wir vertreten hier unsere Interessen und vertreten damit auch die Interessen derer, die für Frieden auf der Welt sind, die Interessen derer, die wieder der UNO zurecht verhelfen wollen. Denn letztendlich ist ja die UNO leider zum Instrument der USA mutiert. Sie machen einfach Regime-Change im Anfang noch mit Ausreden und im Grunde genommen jetzt schon Klartext, wie der Obama sagte, wir greifen überall ein, wo wir es für nötig halten. Aber diesen Weg, so wie wir im Kleinen diesen Weg als kleine, klitzekleine Müttergruppe gehen, denke ich, sollten wir alle diesen Weg, und zwar mit allen Friedensbewegungen, gehen. Erst einmal den Zusammenschluss aller Friedenskräfte, und da brauchen wir jeden, auch die konservativen Kräfte. Und dann den zweiten Weg, diesen Weg allmählich zum Sozialismus, der wird noch sehr, sehr lange dauern. Aber gehen wir es an. Das Beste wäre erstmal der Zusammenschluss von DKB und KPD, so wie damals nach dem Krieg zwischen SPD und KPD zur SED. Das wünsche ich mir. Ich übergebe jetzt das Wort an Genossen Allier. Добрый день, дорогие друзья. Liebe Freunde, guten Tag allen. Прошу прощения, я не говорю на немецком языке, и Бригитта будет мне помогать в нашем общении. Ich bitte um Verzeihung, dass ich nicht Deutsch kann, deswegen wird mir Brigitte beim Übersetzen. Я очень рад участвовать в этом фестивале, и на котором мне позволено выступить и сказать несколько слов о том, как жила Украина, как сегодня она живет. Ich danke sehr, dass ich auf dem Festival die Möglichkeiten bekommen habe, ein paar Worte über die Ukraine zu sagen, wie sie gelebt hat und wie es heute dort in der Ukraine zugeht. Мы сейчас покажем вам трехминутный короткий фильм о событиях в Одессе 2 мая. Он жестокий, он страшный, но вы взрослые люди живете в современном мире и должны будете увидеть то, что произошло в Одессе 2 мая 2014 года. Das ist ein schlimmer Film, geht etwa 3 Minuten lang, aber ihr seid alle gestandene Erwachsene. Ihr seht also, was vor 2 Jahren am 2. Mai 2016 im Massaker im Gewerkschaftshaus in Odessa vor sich gegangen ist. Ich bin Zeitzeuge allen dessen, was am 2. Mai 2014 passiert ist. Но хочу начать с того, когда начался в 2013 году Киевский Майдан. Ich will anfangen mit den Ereignissen, wie der Kiewer Майдан im Jahre 2013 begonnen hat. И сегодня хочу задать вопрос европейцам, европейским политикам и средствам массовой информации. То, как освещался Киевский Майдан 2013-2014 года. Ich möchte heute den Politikern in Europa die Frage stellen, wer ist verantwortlich für den Ausbruch der Ereignisse in Kiew im Jahre 2013? Во всех средствах массовой информации говорилось о том, что в Киеве вышли
люди с демократическими требованиями, с тем, чтобы войти в Европу. Es wird überall verbreitet in den bürgerlichen Medien, dass die Leute auf die Straße gegangen sind, weil sie in das sich anschließen wollten der demokratischen EU. Но никто не обращал внимания на то, что на улицах Киева убивали полицейских, сжгли здания. Aber niemand hat aufmerksam gemacht, dass in Kiew die Gebäude brannten, dass Polizisten ermordet worden sind. В европейских средствах массовой информации европейские политики приветствовали то, что происходило на улицах Киева. Und die europäischen Politiker begrüßten das, was auf den Straßen in Kiew vonstatten gegangen ist. И когда в 2014 году произошли переворот в Киеве, Европа приветствовала Украину и обещала жителям Украины мир, благополучие, процветание. Und als dann der Regime Change in der Ukraine war, da haben sie der Ukraine vorausgesagt, dass die Ukraine in Frieden, in Demokratie, in Glück und Wohlstand leben wird. Но жители Юго-Востока увидели совершенно обратную историю. Aber die Bewohner der Ostukraine haben das ganz anders gesehen. По улицам городов начали маршировать украинские националисты. Durch die Städte, durch ihre Städte marschierten dann die ukrainischen Nationalisten. Преступники фашистские, такие как Степан Бандера и Шухевич, были объявлены героями Украины. Бандера и Шушкевич, die also mit den Faschisten damals Hand in Hand gegangen sind und gekämpft haben, die wurden als diejenigen hingestellt, die es zu verehren galt. И тогда пришлось жителям Юго-Востока также выйти на улицы и выступить с демократическими требованиями. Und aus diesem Grunde sind die Leute in der Ostukraine auf die Straße gegangen mit demokratischen, dass also ihre demokratischen Forderungen in Erfüllung gehen. У нас были довольно простые четыре требования. Sie hatten vor allen Dingen vier große Forderungen in der Ostukraine. Первое – это федеративное устройство Украины. Einmal die Föderalisierung der Ukraine. Второе – русский язык как второй государственный. Dann das Zweite, dass man die russische Sprache neben der ukrainische als zweite Sprache erlaubt. Экономический таможенный союз Россия, Беларусь, Казахстан и Украина. Die Zollunion erlaubt Russland, Ukraine, Belarus und so weiter. Dass sie der beitreten. И четвертое – это возможность избирать мэра, губернатора, генерального прокурора и руководителя полиции нашей. Und sie forderten, dass sie einen eigenen Bürgermeister, einen eigenen Gouverneur, eigenen Polizeiobmann und überhaupt Gerichtsbarkeit in der Ukraine selbst bestimmen können. И самое непонятное, что европейские политики и также Германия не поддержала довольно простых требований, хотя сама живет федеративным устройством. Und es ist unerklärlich, dass die Politiker des Westens diese einfachen demokratischen Forderungen der Bevölkerung, dass sie da die gar nicht beachtet haben. И после того, как мы заявили свои требования, Киев и в лице новой власти принял решение утопить Юго-Восток в крови. Und im Gegenteil hatte dann die mit Hilfe des Westens zur Macht gekommene Regierung in Kiew
diese Aufstände in der Ostukraine mit Blut erstickt. И сегодня по улицам городов маршируют украинские националисты с призывами, которые звучали когда-то в Германии в 1933 году. Und auch heute noch gehen die Faschisten auf den ukrainischen Straßen mit Parolen, die an die Zeit von 1933 erinnern. И почему-то европейские политики и европейские средства массовой информации в своем большинстве нас, тех, кто выступил против национализма и фашизма, вдруг назвали нас преступниками. Und diejenigen, die in den Massenmedien dagegen auftreten, die werden dann als Verbrecher benannt. Поэтому вот такие двойные стандарты, которые были применены на Украине, породили то, что сегодня Украина заливается кровью, разрушенные дома, заводы, детские садики, слезы и кровь на Украине сегодня. Und die Doppelstandards, die von den westeuropäischen Ländern ausgehen, führten dazu, dass in der Ostukraine Kindergärten, Schulen, Häuser in Schutt und Asche fielen und dass viele Leute der Ostukraine sterben mussten. Und müssen, muss man sagen. Союз европейских государств и Украина, которая стремится сегодня вступить в этот союз, мы рассматриваем как для Украины губительный шаг. Heute sieht man in der Ukraine, dass also Europa eigentlich der Tod, also vor allen Dingen in der Ostukraine, dass der Tod für die Ukraine bedeuten würde. Дело в том, что экономика Украины не может быстро перестроиться и войти в европейскую экономику. Zum Beispiel wäre es heute unmöglich, dass die Ukraine europäischen Standards angeglichen würde. Я с 2014 года побывал в Словении, в Сербии, в Болгарии, в Румынии, в Чехии, в Польше, в прибалтийских государствах. И я увидел, что эти государства сегодня, ну, стоят с протянутой рукой и просят деньги. Я не хочу видеть свое государство с протянутой рукой. Я хочу видеть Украину богатую и счастливую. Олег hat viele Länder besucht, ehemalige sozialistische Länder, Rumänien, Ungarn, die baltischen Republiken. Und er hat überall, die also, sagen wir mal, der EU beigetreten sind, hat überall erlebt, dass diese Länder nicht aufgeblüht sind, sondern in diesen Ländern Hunger herrscht und dass die Leute mit hervorgestreckter Hand dastehen und um Almosen bitten. Und das möchte er für sein Heimatland, die Ukraine, nicht haben. Er möchte, dass die Ukraine ein blühender Staat wird. И еще самый важный этап для жизни Украины – это саммит, который состоится 8-9 июля в Варшаве, саммит НАТО. Und was den im Juli stattfindenden NATO-Gipfel anbelangt. И Украина, нынешняя, сегодняшняя власть Украины, стремится подписать быстрее Договор НАТО плюс Украина. Die heutige Regierung der Ukraine, die bemüht sich, der NATO möglichst bald beizutreten. Но в 1991 году, когда произошел развал Советского Союза, Украина подписала соглашение, что она будет внеблоковым государством. Im Jahre 1991, als die, sagen wir mal, der Umschwung vonstatten ging, also von, oder sagen wir mal, der Regime-Change, hat die Ukraine sich verpflichtet, ein neutraler Staat zu werden, also keinerlei Blöcken anzugehören.
второй день в Дортмунде здесь обсуждается как раз вопрос антинатовский, антифашистский. Поэтому возможно здесь высказаться на тему антинато, антиукраинские движения в сторону НАТО. Это, ну, большой плюс для меня. Also heute, also in den vergangenen zwei Tagen haben wir gesehen, dass es sich für Anti-NATO, für Demokratie aussprechen, alle, die hier auf dem UZ-Pressefest sind. Und deswegen freut es ihn auch, dass das Problem der Ukraine, des ukrainischen Faschismus auf der einen Seite und der Kampf in der Ostukraine hier in den Mittelpunkt gestellt werden. Мы все с вами понимаем, что если Украина будет членом НАТО, то России придется отвечать. И у нас с вами, получается, в Европе еще больше будет напряженная обстановка. И Третья мировая может постучаться к нам снова в двери. Also, wenn die Ukraine der НАТО beitreten sollte, dann bedeutet das neue Spannungen auf dem europäischen Kontinent in der Nähe der russischen Grenze und es könnte durchaus zum Ausbruch eines dritten Weltkrieges führen. Сегодня в Одесской области губернатор Михаил Саакашвили, который первое, что сделал, он выставил на границах Украины в Одесской области ракеты С-300. Heute ist der Gouverneur in der Ukraine Saakashvili und das erste, was er gemacht hat in seiner Regierungszeit, war Raketen an der Grenze zu Russland aufzustellen. Также сразу после смены власти в Киеве в Одессу приехали посол Америки, который проинспектировал порты в Одесской области. А в Одесской области 5 портов из 7 всех украинских. Und nach dem Regime Change ist sofort ein Politiker der USA aufgetreten und hat inspiziert, wie es in der Ukraine jetzt vorangeht. Er hat also 5 Häfen besichtigt und anderes auch, also wie ein Inspekteur. Поэтому надеюсь, что такие вот встречи, которые вы проводите, та ваша борьба, которую вы ведете, пикетируя базу Рамштайн, выступая на круглых столах, пытаясь прорваться через информационную блокаду в средствах массовой информации, надеюсь, все мы вместе сможем остановить НАТО, мы сможем остановить войну и будем жить в счастливом и прекрасном мире, как до этого жили 70 лет после последней мировой войны. Er sieht mit Aufmerksamkeit, der Oleg sieht mit Aufmerksamkeit die Anstrengung, die in Deutschland gemacht werden, die Friedensbewegung, die Demonstrationen auf der Straße, die Demonstrationen in Rammstein, hier dieses UZ-Pressefest. Und das erfüllt ihn mit Hoffnung, dass wir der NATO, also dass die NATO sich nicht erweitert um die Ukraine, dass wir verhindern auf dem Territorium Europas, dass hier ein neuer dritter Weltkrieg entsteht und dass wir alle möglichst lange und in Frieden in Europa leben. Für deine Worte, Oleg. Ich würde vorschlagen, dass wir nun die Diskussionen öffnen. Und ich bitte um Wortmeldung. Ja. Ja, gut. Ich wollte einfach nur mal zu einem Punkt aufmerksam machen. Der Name ist dir vielleicht bekannt. Der Marc Bartalmai ist bekannt als Reporter, dass der da war in der Ostukraine und problematisch sehe ich jetzt, sage ich mal, in der jüngeren Generation, mein Alter, so 20 bis 25 Jahre alt. Es ist
nicht mal im Ansatz ein Bewusstsein dafür da. Also an Berufsschulen generell, Sekundarstufe 1, wird darüber das Thema gar nicht geredet. Vielleicht an Universitäten, das weiß ich jetzt nicht, ich bin kein Student. Da werden DIN A4-Zettel abgeliefert, wo einfach kurz runtergebrochen wird, so und so ist das in der Ukraine abgelaufen und damit wird fertig, nicht mehr diskutiert. Und wenn ich jetzt einen Namen wie Mark Bartelmeier bei Google angebe, dann ist Seite 1, erstes Ergebnis, ein Eintrag von Indymedia, links unten, vielleicht kennt jemand die Seite. Neurechter, selbsternannter Pseudo-Journalist, drückt auf die Tränendrüse und erzählt Verschwörungstheoretiken über die Ostukraine. So, da denke ich mir, wie soll man da voranbrechen, wenn das, sag ich mal, auch von links kommt? Ist der Mann jetzt wirklich ein Neurechter? Ist er ein Journalismusdarsteller? Meiner Meinung nach einer der wenigen, die da überhaupt unten sind, sag ich mal, und überhaupt korrekte Berichte abliefern. Also, das ist meine Frage. Ja, was ist das hier? So, warum ja, kommt das von links? Warum nennen die Linken? Ja. Also, ja, das Problem ist was bekannt. Mit den echten Faschisten? Ja. Ich hab hier nur überall. Я с июня 2014 года три раза выступал в Европейском парламенте. Олег ist zweimal im Jahr 2014 im Europaparlament aufgetreten. Мы там показывали фотовыставку о той трагедии, которая произошла в Одессе. Man hat dort die Ausstellung gezeigt über die Tragödie, was in Odessa am 2. Mai 2014 passiert ist. Я там три раза встречался с депутатом от партии Зелёных Ребеккой Харлс. Und er hatte Rebecca. Und er hat sich auch dreimal mit der grünen Politikerin Rebecca Harms getroffen, die also ja. Когда мы впервые показывали фотовыставку в Одессе, в этом зале сидело всего лишь 7 депутатов и 8 помощников. Als wir das erste Mal den Film und die Ausstellung dort gezeigt haben, da saßen gerade mal 7 Abgeordnete und einige Helfer, die das Ganze gesehen haben. Второй раз, когда мы встречались, было только 2 депутата. Und als wir das zweite Mal diese Ausstellung gezeigt haben, waren nur 2 Abgeordnete anwesend. Третий раз мы встречались, было 10 депутатов. Das dritte Mal waren 10 Abgeordnete anwesend. И тогда я задал ей вопрос. Ребекка, мы с вами встречаемся третий раз, а зал пустой, хотя объявление проходит за месяц до этого для всех депутатов Европейского парламента. Und, Oleg hat der Rebecca die Frage gestellt, Rebecca, wie kann denn das sein, das ist lange angekündigt, wie kann das sein, dass hier das so wenig Aufmerksamkeit findet? Ей мой вопрос не понравился, она ответила, что в этом зале в Европарламенте очень много помещений, поэтому все депутаты где-то разошлись. Und sie entschuldigte sich damit, mit den vielen Räumen und Sälen im Europaparlament und dass die Deputierten einfach sich woanders aufhielten. И я ответил ей также, сказал, что если мы зайдем в любой из этих залов, там будет постоянно обсуждаться вопрос Украина, санкции, то есть все, что связано будет с Украиной, будет звучать во всех этих кабинетах. И вы, надеюсь, знаете, сколько депутатов Европарламента. Und er schlug darauf vor, sich auf den Weg zu begeben in die verschiedenen Säle des Europaparlaments und ihr wisst ja selbst, wie viele Abgeordnete im Europaparlament sitzen und jetzt dieser Reinfall. Ich da 750. Wer das nicht weiß, Oleg kennt sich besser aus als wir selbst, merke ich. 750 Abgeordnete sitzen im Europaparlament. У нас был вопрос, когда вы Украину приглашали в Евросоюз, вы все 750 голосовали за это? А почему сегодня, когда в Украине
идет война, льется кровь и слезы, а вас только 10. Er sagte, als hier gesprochen worden ist in den Räumen des Europaparlaments, ja, da wart ihr viele, aber jetzt, wo in der Ukraine solche blutigen Ereignisse sind, das sind bloß einige anwesend. Поэтому стараются не замечать то, что происходит. Замечают только то, что сегодня выгодно. И поэтому обсуждать то, как работает средство массовой информации европейское, это вы будете, потому что я здесь гость. И спасибо земле Германии, что в те трудные минуты, которые мне сегодня невозможно находиться у себя дома, меня здесь приняли и позволили какое-то время находиться. Ihr wisst ja, wie die Massenmedien hier in diesem bürgerlichen Staat arbeiten. Er ist hier nur Gast. Aber er bedankt sich für die Gastfreundschaft von euch allen und freut sich, dass er hier sein durfte. Noch einmal vielen herzlichen Dank an die beiden Podiumsdiskussionsteilnehmer. Es tut mir wirklich leid, dass ich die Diskussion schließen muss aus rein organisatorischen Gründen. Ich verweise nochmal darauf, dass um 21 Uhr gewissermaßen eine thematische Fortsetzung der Veranstaltung hier in diesen Räumen stattfinden kann und stattfinden wird. Und in diesem Zusammenhang möchte ich eine kleine Sache, die sozusagen, also in eigener Sache, eine kleine Sache erwähnen, die unsere, die Organisation unserer Veranstaltung anbelangt. Ich bedauere es sehr, so seltsam es klingen mag, dass ich heute moderieren musste. Nicht, dass es mir nicht für mich eine große Ehre gewesen wäre, das war es. Allerdings war ursprünglich eine Genossin Dagmar Hinn dafür eingeplant und ich muss leider sagen, dass es uns nicht gestattet wurde seitens der Pressefestleitung, dass die Moderation eben übernommen werden konnte durch Genossin Dagmar Hinn. Ich begrüße Sie aber ganz herzlich und bitte um Applaus für Dagmar Hinn. Das Menschenrecht.